Ganz wichtig, am Ende des Videos erkläre ich euch, wie ihr ein paar DVDs und Blu-rays gewinnen könnt. Hier ist meine Kurzkritik zu Arlo und Spot. Arlo und Spot von Disney Pixar ist ein Film über Arlo, einen kleinen Langhals-Dinosaurier, der mit seiner Familie auf einem Bauernhof lebt und da schön die Felder bewirtschaftet. Irgendwann merkt die Dinosaurierfamilie, dass irgendwie ein Schädling unterwegs ist und ihren Mais klaut. Und Arlo bekommt die Aufgabe, diesen Schädling unschädlich zu machen und trifft auf Spot, einen kleinen Neandertaler-Jungen, der sich wie ein Hund benimmt. Denn der große Kometeneinschlag vor 65 Millionen Jahren hat nie stattgefunden. Die Dinosaurier haben überlebt, sie haben ein größeres Gehirn entwickelt, sie können kommunizieren und die Menschen sind Tiere. Nach einem schrecklichen Unfall wird Arlo von seiner Familie getrennt und ist mit Spot zusammen in der Wildnis. Und nun muss Arlo seinen Weg zurück zu seiner Familie finden und da auch irgendwie versuchen, seine Ängstlichkeit zu überstehen und erwachsen zu werden. Und wie der Film geworden ist, das erzähle ich euch jetzt. Ich fand Arlo und Spot war ein wirklich herzerwärmender Film. Ich hatte wirklich großen Spaß, als ich den gesehen habe, denn er besitzt wieder, wie jeder Disney-Film, eine tiefere Bedeutung. Denn Disney- und Pixar-Filme können sich junge Leute sowie auch erwachsene Leute anschauen und entdecken viele Gemeinsamkeiten. Und das hat auch Arlo und Spot, denn dieser Film ist so eine Art Coming-of-Age-Drama. Der kleine Dinosaurier Arlo muss versuchen, erwachsen zu werden und muss versuchen, seine Ängste abzulegen und endlich halt ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden. Auf seinem Weg begegnet er wieder vielen Gefahren und merkt auch, dass der kleine Spot nicht dieses dumme Tier ist, für was er ihn hielt. Und ich finde, das sind so zwei Typen, die erst unterschiedlich wirken, sich zusammenraufen und echt ein tolles Abenteuer genießen. Der Film ist ein sehr, sehr großer Spaß und ich lag nicht nur einmal irgendwie lachend in der Ecke, weil einfach der Gag so geil war. Und ja, ich muss sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Und ich denke auch, dass er euch gefallen wird, wenn ihr Filme wie Zomania oder Alles steht Kopf mögt. Von mir bekommt der Film sehr gute 9 von 10 Punkte und meine klare Kaufempfehlung. Und denkt dran, diese Woche kommt noch ein Video und da verlose ich euch ein paar DVDs und Blu-rays zu Arlo und Spot. Wir sehen uns ansonsten am Donnerstag zu einer neuen Folge Dave zockt und nächsten Montag zu einer neuen Folge Kurzkritik. Ich wünsche euch viel Spaß beim Filmeschauen und noch eine schöne Woche. Ciao, ciao!